So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es kam ja jetzt hier dieses neue Pack raus. Gefahrenparadies. Ja, ich habe auch immer Gefahrenparadies. Genau, und da wollte ich das heute mal ein bisschen anders machen, weil sonst habe ich ja in der Vergangenheit immer Pack Openings gemacht mit ein bisschen Musik im Hintergrund und das war's. Heute machen wir das mal ganz anders. Ne, heute machen wir mal mit Kamera. Und ich laber ein bisschen Scheiße dazu. Das Übliche halt, ne? Blödsinn und so. Genau. Erst einmal müssen wir mal gucken. Ich habe ein bisschen Gold, 14.350. Bis 10.000 quasi wollte ich runtergehen. Also werde ich mir 40 Packs holen. Ein paar Packs sind ja hier schon. Vier. Die beiden bleiben für was anderes. Und die beiden, die goldenen, bleiben natürlich auch. Die werden ja weiter nur geöffnet, wenn die 1.000 Abonnenten irgendwann mal erreicht sind. So. Dann gehen wir mal zum Shop. Ich muss mal gucken, welche das jetzt hier sind. Da hier Gefahrenparadies. Ne? Genau. So. Davon kaufen wir jetzt mal, was sagte ich, 40 Stück. Eine 4 und eine 0. Zack. Sind 4000 Gold. Zack, kaufen. Jawohl. Hat er gemacht. So. Wollen wir mal Lucky Lucky machen. So. 44 Packs haben wir. Viel Spaß. Also standardmäßig spiele ich gar nicht mehr momentan. Ich spiele eher nur Battlegrounds, also Schlachtfeld. Aber wenn man irgendwann mal wieder anfangen will, dann ist es nicht schlecht, natürlich noch ein paar Karten zu haben. Ne? Staub habe ich eh genug. Kann ich euch daher ja auch mal zeigen. Müsste ich so um die 113.000 haben. Von daher kann ich mir, wenn ich wieder richtig anfange, eigentlich alles bauen. Da hier die erste Leggy. Oh, mal gucken, ne? Boah, so eine kleine Golden Leggy gibt 1600 Dust. Also Staub. That's the end of the turn. Upgrades your corrupt battle cry. Shuffle 5 Eruptions card in your deck. Ah, okay. Was ist das? Elemental. Cool. Fett, fett. Eine Leggy ist schon gut. Und dann auch ein Gold. Ist immer gut. Erstmal geht es ja sowieso immer meistens darum, ne? Die Rare-Karten fertig zu bekommen. Weil. Ein Epic wurde vor. Oh, lass mich lügen. 3, 4 Jahren eingeführt, dass man Karten, die man noch nicht hat. Oder, ja, dass man Karten, die man noch nicht hat. Na. Kommen und dass man keine doppelten Karten haben kann. Erst wenn man die Karte zweimal hat, ne? Außer Legis natürlich, die kann man nur noch einmal haben. Und wenn man die hat, dann können die erst kommen, wenn man alle hat, ne? Dadurch. Okay. Untoter Pirat. Todesröcheln. For the rest of the game. Your minions have plus one attack, ne? Rest des Spiels haben deine Minions plus eine Attacke. Auch nicht schlecht. Ja. Genau. Gibt ja auch Gerüchte, habe ich in letzter Zeit gelesen, dass das Hearthstone immer mehr abnimmt, was die Spielerzahl angeht. Ja, mag sein, aber ist ja normal, ne? Ist eigentlich bei jedem Spiel so. Gibt eigentlich kein Spiel, das über. Weil Hearthstone gibt es jetzt auch schon über 10 Jahre. Das ist ein Spiel, was über 10 Jahre existiert, mehr oder gleichbleibend Leute hat, ne? Das ist WoW, wäre dann mehr weniger, ne? Das ist völlig normal. Nach 10 Jahren. Also nichtsdestotrotz gibt es ja trotzdem noch genug Spieler, die das Spiel hier spielen, ne? Dann noch ein Legendary. Demon Hunter Tourist. Da ist random Minion. Okay. Nachdem ein freundliches Monster, also Minion, stirbt, beschwöre ein zufälliges Minion-Monster, das eins oder mehr kostet. Sehr witzig. Modok oder Pirat, hast du gesehen? War auf jeden Fall eine Schamanenkarte, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ah, jetzt schon drei Legis in den. Hast du gesagt, 44 Packs, ne? In den ersten 13 Packs. Also 12 Packs, kann ich sagen, ne? Das war eben.
Drei Legis in den ersten 12 Packs, das ist krass. Das ist krass. Wovon krass? Wovon krass, Alter? Cool. Nicht schlecht. Weiter geht's. Warte mal, ein bisschen Schnelldurchlauf hier, ne? Wir wollen ja. Die Karten guckt man sich sowieso erst in Ruhe an, wenn man sich ein Deck erstellt oder mit dem Deck spielt, ne? Aber wie gesagt, momentan spiele ich keinen Standard. Ab und zu mal ein bisschen Wald, um alte, ältere Decks zu spielen, die damals echt Fun gemacht haben, ne? So wie das J-Druid-Deck zum Beispiel, also Jade-Druide. Oder der Piraten. Warrior. Oder der Bomb Warrior mit dem Mech. Das sind so coole Decks. Oder auch ein paar Demon Decks gibt's auch. Gibt eigentlich viele Decks von damals, die Spaß machen. Das Spiel momentan ein bisschen mehr Wild, kein Standard, gar nicht, also keine Turniere, kein nix. Und wie gesagt, Battlegrounds, ne? Also Schlachtfeldmodus. Im Einzel und natürlich im Duo. Also im Duo macht dann echt Spaß, finde ich. Battlegrounds. Finde ich ein bisschen schade, dass sie sowas nicht für den normalen Modus irgendwie einführen konnten bisher. Weil im Battlegrounds ging es ja auch. Und Battlegrounds ist nur. Ja, gut, ist. Ja. Also eigentlich dürfte es vom Unterschied nichts Dickes geben, was die Umsetzung angeht, ne? Vom Schwierigkeitsgrad her, was jetzt den Unterschied machen könnte. Von daher schon komisch. Also, vielleicht kommt ja irgendwann mal was. Weil angesprochen wurde es ja auch schon seit Jahren, ne? Dass es mal einen Duo-Modus für den normalen Standardbereich gibt. Und wie gesagt, im Backgrounds hat es ja auch hinbekommen. Bah. Dann sollte man das da eigentlich auch hinbekommen. Können. Da noch eine Leggy. Vierte Leggy. Death Knight Tourist. Your Death Knight is triggered twice. After you play a Death Royal Minion, destroy it. Oha. Okay. Also, das ist ein Todesritter Tourist, ne? Deine Todesröchel-Effekte triggern ein zweites Mal, also werden ein zweites Mal ausgelöst. After you play your Death Rattle Minion destroyed. Also, wenn du ein Todesröchel Minion beschwörst, zerstörst. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Okay. Rush. Lucif can only take one damage at a time. Na, kann nur ein Schaden erleiden. Auch nicht schlecht. Ja, schon vier Legis. Bei 18, 26 Packs. Das ist echt gut. Haben sie das irgendwie erhöht oder was? Weil früher war es ja so, dass du irgendwie alle 20, also wenn das Set neu ist, dass du innerhalb der ersten 10 Packs hundertprozentig eine Leggy drin hast. War ja jetzt hier auch. Und zwar mit dem Vogel. Ist auch witzig. Und dann war die Ratio so um die, dass du in jedem ja, 20, 15, 20 bis 30 Max eigentlich eine Leggy drin hattest. Ne? Aber wie gesagt, jetzt habe ich ja schon 4 Stück gehabt in den paar Packs. Das heißt, bei 44 Packs, die 4 Leggies sind schon gut stark krass. War sogar eine goldene Leggy dabei, ne? Ich hatte letztens, wo ich hier so ein Pack geöffnet hatte, sogar so eine. Ich weiß ja nicht, wie die Karten heißen. Aber hier so eine Leggy, die so ein, also nicht so eine Diamanten-Leggy, sondern diese. Ach, keine Ahnung, wie die heißen. Auf jeden Fall so eine andere, ihr wisst, was ich meine. Denke ich, hoffe ich. Wo man den Effekt so nicht sieht auf der Karte. Sondern nur das Bild. Ne? Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Keine Ahnung. Das war scheißegal. Ne? Aber so eine hatte ich letztens gezogen. Das ist aber auch gleich durch, Alter. Geil. Es gibt ja leider auch keine dicken Turniere mehr. Früher hat man auch hier die Grandmasters geguckt. Also die habe ich echt gerne geguckt. Die habe ich echt jedes Wochenende geguckt, wenn die kamen. Also jetzt nicht alle 3 Tage, ne? Weil man hat auch Familie und keine Zeit und
Machen wir ein bisschen Party und so. Aber welche Zeit hat er auf jeden Fall? Freitags meistens. Heute ist auf jeden Fall der gut. Das hat wenigstens noch Spaß gemacht mit Radu und Thais und wie sie alle hießen, ne? Finde ich gut. Oder Bunny Hopper. Viper. Weiß gar nicht mehr, ob Viper überhaupt noch spielt. Bunny Hopper auf jeden Fall. Den sein Stream legt auch gut zu. Finde ich auch gut. Und Thais und Radu gibt es halt auch noch. Aber Radu spielt ja auch keinen Standard mehr. Der spielt auch noch Battlegrounds. Finde ich auch gar nicht so schlimm. Ist auch ein cooler Streamer, was Battlegrounds angeht. Wie gesagt, so gibt es den halt nicht mehr. Ne? Gibt halt nur noch hier diese Spring- und Summer-Dings da, wo du dich für die Weltmeisterschaft qualifizieren kannst. Das finde ich nicht so toll. Schon ganz nett, aber. Oh. Oh. Ist eine Woche, alle 3 Monate oder 4 Monate, dann war's das. Ist ein bisschen schade. Ja, dann sind wir gleich zum Ende. Was habe ich jetzt? 4 Legis hatte ich, ne? Bei 44 Packs. Also alle 11 Packs. Ein Legit, das ist echt gut. Also ohne Scheiß, das ist wirklich gut. Ein paar Epics waren auch dabei, ne? Und halt Grass ist das standardmäßig. Jo. Das war's eigentlich schon, ne? Das war's eigentlich schon. Dann hat man hier noch ein paar Erfolge, die man machen kann. Zack, 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 zack. Mal abklicken. Ah. Na, das hat immer so ewig dauert, ne? Meine Herren. Man muss doch gleich durch sein, oder? Oh, nur 44 Packs. Da, siehst du. Siehst du. Zur Mitte der Season kommt ja wie immer. Dann das Miniset, ne? Das kommt auch noch hin. Also, viel Punkte habe ich jetzt auch nicht. Ne? 20.650 gibt Leute, die haben mehr. Was wollte ich noch sagen? Genau, in 4 Tagen kommt ja hier noch hier dieses Event wieder. Gibt es wieder ein paar Packs, habe ich schon gesehen. Und ein Skin. Ne? Genau. Genau. Sonst noch was? Nö. Den Battle Pass habe ich mir nicht geholt. Also für Standardmodus hole ich mir den eigentlich nicht mehr. Genau, hier so eine Legi meinte ich. Ne? Sowas habe ich letztens gezogen. Also nicht die, aber sowas. Ich weiß jetzt aber nicht, wie die heißen. Signatur heißen die, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja, kann sein. Genau. So eine letzte. Genau. Ich hole mir eigentlich nur für Battlegrounds, also für Schlachtfeld, noch den Battle Pass. Ansonsten, kann man den auch schnell. Haben wir ein bisschen Staub, was wir umwandeln können. Ja, 42. Ein paar Commands, die haben wir schon. So, das gucken wir uns jetzt nicht an, das mache ich mal alleine. Da hier 114.000 Stopp. Habe ich jetzt. Ne? Also ich kann mal bauen, was ich will, wenn ich mal irgendwann mal wieder Bock habe, standardmäßig Turniere zu spielen oder so. Ich habe früher auch Turniere gespielt, auch hier diese Qualifikationsturniere, wo über 1000 Leute da waren. Da kam ich auch mal das öfter mal in die Top 32. Aber besser war ich da auch tatsächlich noch nie. Ich glaube, noch 32 war immer das Beste, was ich bis jetzt hatte. Was bei 1000 Leuten ja auch schon gut ist. Ne? Also. Hobbymäßig ist das schon ganz gut. Ja, das soll es gewesen sein. Ne? Ich hoffe, hat ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen Dünnsches labern. Ja, was heißt Dünnsches, aber ein bisschen Blödsinn reden, ne? Und ein bisschen nebenbei die Packs zu öffnen. Ja, wie gesagt, das war das neue Pack. Gefahr im Paradies. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ne? Also, haut da rein.